sind wir beim Trickmixing angelangt. Trickmixing ist eine Neuanordnung, eine Neustrukturierung eines laufenden Tracks oder eines Track-Schnipsels oder gewisser Soundelemente, die er davon benutzt. Ja, es gibt jetzt da verschiedene Arten, was in den Bereich Trickmixing fällt. Ich zeige euch jetzt heute einfach mal 3 davon. Das wäre zum ersten das sogenannte Phasing. Zum zweiten wäre das dann eine Platte doppeln. Das heißt, ihr spielt eine Platte versetzt und doppelt da gewisse Parts. Und zum dritten ein einzelnes Soundelement doppeln oder trippeln. So, kommen wir zum Phasing als erstes. Ihr hört schon, das ist derselbe Beat, den ich vorhin auch die ganze Zeit verwendet habe. Und der hört sich ein bisschen anders an. Mit einem schönen Effekt runtergelegt. Der gleicht eurem Flanger-Effekt an eurem Effektboard auf eurem Mixer, falls ihr Effekte auf eurem Mixer gerade habt oder in eurer Software. Genau, und das ist im Endeffekt, wenn diese 2 Platten oder diese 2 Tracks auf diesen 2 Platten taktsynchron laufen. Das heißt also, müssen 1:1 im Takt gleich laufen auf derselben BPM, dann kriegt ihr diesen schönen Effekt. Das ist Phasing. Denkt bitte daran, dass taktsynchron bedeutet, dass ihr auf den ersten Beatschlag den Track synchron laufen lässt. Das heißt also, ihr solltet hier nicht ersten Beatschlag auf dritten Beatschlag dieses Instrumentals legen, dann gibt es kein Phasing, weil die Struktur des Sounds dann einfach anders ist und da kommt was anderes dabei raus. Also um den Effekt Phasing zu kreieren und zu erreichen, müsst ihr einfach die 2 Platten, wie gesagt, taktsynchron laufen lassen. Wie bekomme ich jetzt das Phasing hin? Wie kreiere ich den Effekt bei einer laufenden Platte? Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ja, selbsterklärend. Eine andere Möglichkeit wäre dann, dass ihr den Cue-Punkt dazu benutzt, um das taktsynchron so einzuspielen, dass ihr den Phasing-Effekt bekommt. Ich zeige euch das. Ich feiere den Beat. Der ist echt cool und den Effekt auch. Die nächste Möglichkeit, wie ihr jetzt in das Phasing kommt oder in den Effekt hinbekommt, wäre jetzt, dass ihr einfach ja, genau an die Stelle springt, wo euer Track gerade läuft und diese dann quasi zusammenlaufen lasst. Das würde so ausschauen. Könnt ihr in der Software gucken oder auch optional mit dem Kopfhörer zum Beispiel machen. Ja, das geht beides. Bleibt euch vorbehalten, wie ihr das machen wollt. Das war Phasing. Jetzt sind wir am Ende der Lektion angekommen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt es dann auch bald mal so drauf, wie ich das gerade eben gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wie gesagt, und wir sehen uns.